Hallo meine Lieben, einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Ja, ich bin, sagen wir mal, zu 80% wiederhergestellt, fühle mich relativ fit und möchte euch deswegen natürlich die Botschaften fürs Wochenende nicht vorenthalten für den, lasst mich überlegen, 18. und 19. Mai. Heute möchte ich einmal beginnen mit dem das Universum sagt dir Karten, die Botschaft fürs Wochenende, einmal zum Thema Liebe, einmal zu den allgemeinen Energien, wie ihr es ja von mir schon gewohnt seid. Und da möchte ich jetzt zum Thema Liebe eine Botschaft vom Universum für das Wochenende für euch erhalten. Was möchte das Universum euch zum Thema Liebe mitteilen für das Wochenende? Und da haben wir eine. Während des Tages halte ich immer wieder inne und denke daran, ich bin Liebe und Wunder sind normal. Wow. Na, wenn das keine Botschaft zum Thema Liebe ist, dass Wunder normal sein können, mega. Vergesst nicht, wenn hier steht, ich bin Liebe. Liebe auch immer nach außen zu geben, Licht und Liebe zu versenden, auch wenn es Leute gibt, die ihr total bescheuert findet, die euch nerven, ja, die euch nichts Gutes wollen, schickt ihnen Licht und Liebe, ihr werdet euch wundern, wirklich wundern, was das in diesen Menschen auslöst, wenn sie einmal Licht und Liebe geschickt bekommen, denn das bringt ihr inneres Strahlen ein kleines Stückchen mehr hervor. Den Menschen fehlt ja meistens etwas, ja. Die gemein sind, die meinen, sie müssen sich immer an erster Stelle stellen, die denken, ohne sie geht gar nichts und du bist so klein, denen fehlt ja was. Das sind ja im Grunde genommen ganz arme Würmchen, die mit ihrem Leben und sich selbst unzufrieden sind und ihren ganzen Frust an euch rauslassen. Also schickt ihnen mal Licht und Liebe und schaut zu, wie diese Menschen sich auch verwandeln können. Jetzt schauen wir aber in die Liebesenergien fürs Wochenende. Und dieses Wochenende startet schon mit dem Freitagabend, denn wir hatten ja keine Freitagsbotschaft aufgrund meiner kleinen OP. Aber den nehmen wir jetzt einfach mit und wir schauen, was uns die geistige Welt zum Thema Liebe mit auf den Weg geben möchte. Und da hätte ich gerne vier Energien als erstes. Was darf ich da für schöne Botschaften überbringen? Ui! Das war, upala, entschuldigt, da sind die halben Karten einmal fast quer durch den Raum geschossen. So, aber nichtsdestotrotz, zwei Energien hätte ich gerne noch zum Thema Liebe. Und da haben wir sie. Ich bin gespannt. Ausgleich. Das Kreuz, der Ring und die Sonne. Wow, das ist doch schon mal eine mega Botschaft. Der Ausgleich soll reinkommen. Wir haben ja hier die Karte Wunder sind möglich. Vielleicht glaubst du nicht mehr daran, dass in deiner Beziehung mit deinem Wunschpartner in der Liebe ein Ausgleich auf dich zukommt. Für alle Singles unter euch, die sich denken, nee, da kommt keiner mehr, ne, ist hier die Karte doch. Da gibt es noch jemand für dich, der dir den Ausgleich bringt, der dir etwas geben möchte, der nicht nur von dir etwas erwartet, sondern bereit ist, Liebe zu geben, dich zu verwöhnen und ja, dir schöne Dinge im Leben zu bringen. Das Kreuz und der Ring. Eine
karmische Verbindung eine schicksalhafte Begegnung, eine schicksalhafte Verbindung, um die es hier geht. Und die Sonne, der Erfolg darin, in dieser karmischen Beziehung, in dieser Seelenpartnerschaft, der Erfolg auch, dass ihr den Ausgleich erhaltet. Schauen wir mal weiter, was ich dazu noch sagen darf. Auf den Ausgleich, auf das Kreuz, auf den Ring und auf die Sonne. Was darf ich da Schönes berichten? Und für die Singles, wie gesagt, da ist es möglich, euch wird jemand geschickt, der euch diesen Ausgleich in eurem Leben bringt, den Ausgleich, die Sehnsucht stillen wird, die ihr empfindet. Und mit der Sonne ist es ja der Erfolg. Da wächst etwas. Das wird euer Herz erwärmen. Ihr werdet mit der Sonne um die Wette strahlen. Auf den Ausgleich. Ins Haus. Der Park. Die Fische. Wow. Und du. Wow. Also, der Ausgleich, der ins Haus kommt. Das Haus ist die Stabilität, der Ort, wo wir uns wohlfühlen. Also soll die Stabilität und der Ausgleich zu dir kommen. Der Park, da wird etwas öffentlich gemacht. Öffentlich gemacht oder man trifft sich in der Öffentlichkeit. Die Singles unter euch könnten tatsächlich, wenn sie am Wochenende rausgehen, jemanden treffen, mit dem sie gar nicht gerechnet haben. Wir haben auf dem Ring die Fische, die tiefen Gefühle, nochmal die Seelenverbindung in dieser Verbindung. Also für diejenigen von euch, die auf ein Gegenüber schauen, ihr dürft euch gewiss sein, das ist eine tiefe, tiefe, tiefe Verbindung, eine Seelenverbindung und ihr liegt auf der Sonne, diese Verbindung liegt auf dem Erfolg. Da dürft ihr wirklich das Beste für hoffen. Nein, nicht hoffen, erwarten. Hier, Wunder stehen an. Die Singles unter euch werden jemanden treffen, der tiefe Gefühle in euch weckt, bei dem ihr das Gefühl habt, ja, mit dem könnte ich eine Beziehung eingehen. Also mega schöne. Und jetzt haben wir hier die Wolken nämlich auch noch raus. Die Sicherheit mit der Sicherheit. Der Baum, Stabilität, Wachstum und für mich auch immer so ein neuer Lebensabschnitt. Der Baum ist für mich immer auch das Zeichen, einen neuen Lebensabschnitt anzugehen. Die Wurzeln gehen ganz tief rein. Das ist die Verbundenheit, die Sicherheit. Und die Äste, die tragen Früchte, Blätter, das ist das Wachstum. Und hier ist die Sicherheit noch einmal gefallen. Also wir haben hier dreimal Stabilität und Sicherheit. Wenn ihr auf jemanden schaut, dann dürft ihr mit Sicherheit damit rechnen, dass diese Seelenbindung in die Stabilität gehen wird. Dass es zum Erfolg führt, denn die Sonne zeigt den Erfolg an. Und die Karte vom Universum, die Botschaft hat ja gesagt, du darfst mit Wundern rechnen. Also super schöne Energien für die Liebe. Und da schauen wir ja jetzt mit den Tarotkarten noch einmal genauer hin, was die uns dazu noch zu sagen haben. Zum Thema Liebe, Wunschpartner für Freitag bis Sonntag. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, wie bei den Nenemo-Karten auch. Wir schauen. Die Gerechtigkeit. Der Ausgleich. Hier fällt die Gerechtigkeit auf den Ausgleich. Fällt euch was auf? Zwei Waagschalen im Ausgleich. Also da wird für dich Recht gesprochen. Da kommt die Gerechtigkeit rein. Du erhältst das zurück, was du gegeben hast.
Hier findet tatsächlich ein Ausgleich in der Liebe statt. Wahrscheinlich hast du nicht mehr damit gerechnet, aber so ist es. Der Narr sagt, lass dich fallen. Da beginnt etwas, der Narr ist auch ein Beginn. Die Frau lässt sich fallen, absolut im Vertrauen, dass sie aufgefangen wird. Da unten ist das Nichts. Der Narr ist in den anderen Tarotkarten ein alter Mann mit einem Glitzern in den Augen. Er hat schon viel gesehen, hat schon viel erlebt, auch viel Scheiße hinter sich gebracht. Und trotzdem hat er Vertrauen. Vertrauen, dass alles geregelt ist, Vertrauen, dass alles gut wird. Und dieses Vertrauen fällt auf diese Beziehung, auf die Stabilität. Also du darfst Vertrauen haben. Du darfst dich fallen lassen in dieser Liebe, in dieser Seelenverbundenheit. Und hier, schaut euch das an. Da ist etwas in der Vergangenheit zu Bruch gegangen. Da hattest du keine Hoffnung mehr. Vielleicht hast du die Hoffnung im Moment auch nicht. Du siehst die Fälle so davonschwimmen, ja? Die Kelche der Liebe fließen in dieses dunkle Loch. Aber da ist noch ein Kelch. Lasst mich gucken, wo er ist. Da ist er. Und solange noch ein Kelch steht, besteht Hoffnung. Und das mit Sicherheit. Denn da sind noch, hupala, da sind noch tiefe Gefühle in dieser Beziehung. Vielleicht ist etwas zu Bruch gegangen. Vielleicht musste das auch so sein, um etwas zu erkennen. Aber da ist noch Liebe, da sind Gefühle. Und der Erfolg soll ja kommen und das Wunder, auf das du hoffst, soll geschehen. Och, das sind sogar zwei. Gut. Da kommt etwas ganz, ganz plötzlich, denn mit dem Ritter der Schwerter erkennt jemand etwas ganz plötzlich und gibt Gas, ne? Richtig Gummi gibt dieser Mensch hier, springt auf sein Motorrad und will zu dir. Und das Gericht, das wird eine Befreiung für dich werden. Du siehst die Frau hier, ja, raus aus diesem Gefühl, raus aus dieser Traurigkeit. Da kommt ein kleines Wunder auf dich zu, dass dir dieses Aufatmen, dieses Endlich, dieses Glücklichsein und von dieser Traurigkeit rauskommen. Ja, der Baum, ne? Hier ist der Baum auch gefallen, da ist der Baum. Ich habe gesagt, da wächst etwas dran, jetzt schaut euch das an. Hier sind die Münzen. In jeder Münze steckt etwas. Vertrauen, Geborgenheit, Liebe, Leidenschaft. Und da brauchst du dich nur noch ein kleines bisschen zu strecken. Das wird kommen. Hier der Baum, da der Baum. Und die letzte Karte, ja, ich glaub's nicht. Wieder die Sonne. Die Sonne zweimal auf der Liebe fürs Wochenende, meine Lieben. Das ist Erfolg pur. Mehr geht nicht. Da dürft ihr euch wirklich auf etwas Besonderes freuen. Und wie die Karte sagt, ich bin Liebe und Wunder sind normal. Und so scheint es an dem Wochenende zu sein. Doppelte, ja, Bejahung für das Leben, für den Erfolg, für die Liebe, die Wärme und den Ausgleich darin. Super, super schöne Karten. Und jetzt schauen wir noch, welcher Engel noch bei euch ist. An diesem Wochenende ab heute bis Sonntag. Und für Montag gibt es dann wieder eine Extralegung. So, welcher Engel begleitet euch? Ein Engel bitte. Dankeschön. Engel des Mutes, was mir geschehen sein mag, schaue nach vorne, vor dir liegen viele neue Chancen. Außerdem heißt das, was auch geschehen sein mag. Schau nach vorne, vor dir liegen viele neue Chancen. Ja, schau nach vorne. Der eine Kelch wird ergriffen, alles wird schön werden. Ja, das waren jetzt die Aussichten zum Thema Liebe. Und natürlich schauen wir jetzt noch in die allgemeinen Aussichten.
aber erstmal aufräumen. So. Gut, und zu den allgemeinen Themen möchte ich natürlich auch eine Botschaft vom Universum erhalten, was sie euch denn ja, so im Allgemeinen für dieses Wochenende mit auf den Weg geben möchten. Da hätte ich gerne auch eine Botschaft. Oh, es sind zwei, okay. Dann soll es so sein. Mit der Liebe des Universums als meine Meisterin werde ich immer wieder zurück zum Licht geleitet. Also das ist die Botschaft, wenn es euch vielleicht im Moment auch nicht so richtig gut geht. Das Universum wird euch begleiten und wird euch wieder den Weg zeigen, wie ihr wieder fröhlich sein könnt, wie alles wieder ja, geregelt wird für euch. Nichts ist sexier, als wenn ich authentisch bin. Authentisch zu sein ist eins der wichtigsten Dinge. Sich so geben, wie man ist, nicht verstellen für nichts und niemanden. Ihr habt euch nicht zu verbiegen für irgendjemand, nur dass der euch schätzt oder mag. Ja? Ganz klare Ansage. Sei authentisch, sei so, wie du bist. Zeige dich, wie du bist, sag, was du denkst, sei ehrlich. Das ist schon mal die Botschaft fürs Wochenende. Und jetzt schauen wir mit den Lenormand-Karten und diesmal nehme ich ein paar andere. Bei der Liebe finde ich diese hier so schön, die ich genommen habe, weil da noch diese Kraftkarten dabei sind. Und die finde ich bei der Liebe ganz bezeichnend und wichtig. So. Ja, das ist jetzt wirklich witzig. Wir haben die Feenflügel hier. Das heißt, ihr seid geführt an diesem Wochenende. Ihr werdet begleitet. Und auch hier der Park, wenn es darum geht, etwas öffentlich zu machen. Und hier ist die Liebe gefallen. Und, nee. Der Park und die Reinigung. Witzigerweise ein Thema auch, was die Liebe betrifft, in der allgemeinen Energie. Was mir zeigt, am Wochenende scheint wirklich der Fokus auf die Liebe gerichtet zu sein. Die geistige Führung, in eine Heilung zu gehen, sich von etwas auch rein zu waschen. Das ist so die Karte, die reinigt dich. Da kannst du etwas loslassen, etwas auflösen. Du bist geführt, was die Liebe betrifft. Und der Park sagt, du sollst dich öffnen. Die Heilung kann auch sein, dass die gebracht wird, weil du dich öffnest, weil du zeigst, wie du bist. Hier war ja die Aufforderung, sei authentisch, sei wie du bist. Zeig, wer du bist, öffne dein Herz. Und das wird dir Heilung geben. Das wird dich befreien. Vielleicht hast du auch etwas unterdrückt. Das muss nicht unbedingt die Liebe sein. Wir schauen gleich weiter. Aber eine Herzensangelegenheit. Etwas, das dir am Herzen liegt. Das kann mit Freunden zu tun haben, mit der Familie zu tun haben. Das kann sogar ein Hobby sein. Ja? Etwas, was du unterdrückt hast, was du nicht so gelebt hast, wie du es dir wünschst. Etwas, was dein Traum ist und du hast es unterdrückt, weil du gedacht hast, die Menschen um dich herum werden dich auslachen, nicht für voll nehmen. Aber da sollst du dich öffnen. Es liegt dir doch am Herzen. Es ist geführt, was du im Kopf hast und es wird deine Seele reinigen. Es wird dir eine Befreiung geben, wenn du ehrlich, authentisch bist und dich öffnest. Und jetzt schauen wir, was die Karten noch dazu sagen. Eine Karte auf den Park noch bitte.
Wir haben den Hirsch, den Turm, du und die Glocke. Sehr schön. Der Hirsch auf die Fee. Setz dich ein, verteidige dein Revier. Kämpfe darum für das, was du möchtest. Du bist behütet und du bist geführt. Der Hirsch duldet keinen anderen in seinem Revier. Der kämpft darum. Also wenn du ein Ziel hast, wenn du einen Wunsch hast, wenn andere meinen, dagegen zu sein, wenn andere meinen, dir ja keine Hoffnung zu geben, dich auszulachen oder dir irgendwie das Gefühl zu geben, boah, du hast doch einen an der Waffel, dann kämpfe. Es ist dein Traum, es ist dein Wunsch, es ist dein Ziel. Und du bist behütet. Das heißt, das ist in Ordnung so. Zieh dich nicht zurück. Der Turm ist einerseits die Karte hier, dass du dich zurückziehst, dass du das Gefühl hast, okay, ich ziehe mich zurück, ich gehe es nicht an. Aber wenn du dich zurückgezogen hast, dann kletter wenigstens hier auf die Turmspitze und schau dich um. Welchen Weg kannst du einschlagen? Welcher Weg ist für dich bestimmt? Denn hier geht es darum, einen Weg zu gehen, deinen Weg zu gehen, etwas zu machen, was dir am Herzen liegt, etwas öffentlich zu machen, was dir am Herzen liegt. Zieh dich in diesen Turm nicht zurück und gebe auf. Wenn du dich zurückziehen musst, dann um deinen Weg zu finden, um Stärke zu erlangen, um hier dafür zu kämpfen. Denn es geht um etwas, was dir am Herzen liegt. Ja? Du bist auf das Herz gefallen. Es ist eine Herzenssache. Und die Glocke sagt, es ist an der Zeit. Die Glocke ist immer so etwas, ein Aufweckruf, ja? Wie die Kirche. Die Kirchenglocken sagen den Leuten, kommt in die Kirche. Oder sie zeigen die Uhr an, ja, je nachdem. Aber sie machen uns auf etwas aufmerksam. Die Glocke sagt, es ist an der Zeit, in die Öffentlichkeit zu gehen, dich zu öffnen, authentisch zu sein, deine Ziele zu verfolgen, dafür zu kämpfen. Raus aus dem Turm, raus aus dem Rückzug. Dein Herz möchte in die Heilung gehen. Du möchtest diesen Weg gehen. Also geh ihn. Du bist behütet. Was immer es ist, jeder von euch weiß, was in seinem Herzen gerade vor sich geht, was sein Wunsch ist. Schauen wir mit den Tarotkarten da auch noch genauer drauf. Aber bei euch am Wochenende geht es darum, authentisch zu sein, euch durchzusetzen, öffentlich zu zeigen, was ihr wollt, aus dem Rückzug raus, dafür zu kämpfen, was für dich wichtig ist. Für dein Herz, für deine Seele, dafür, dass du in die Heilung gehen kannst, dass es dir gut geht. Ja. Spring rein ins Glück. Du siehst hier bei den Neun der Kelche der Sprung in die Liebe, ins Glück. Und den sollst du wagen. Hier geht es um eine Herzenssache und hier geht es darum, den Sprung zu wagen. Denn dich erwartet Wundervolles. Der Tod, die Wiedergeburt auf den Turm. Ich habe gesagt, wenn du dich zurückziehst, dann nutze diesen Rückzug, um einen neuen Weg zu finden für dich. Der Tod und die Wiedergeburt sagt, du wirst das Alte hinter dich lassen, einen neuen Weg eingehen. Das ist eine Transformationskarte. Vielleicht transformierst du dich zu dieser Stärke hin, zu kämpfen, so wie der Hirsch, um das zu kämpfen, was dir zusteht. Du lässt das Alte hinter dir und schaust nach vorne, in den Sprung. Hier, ich liebe die Karte, weil der Tod mit dem roten Mantel und hier der Abendhimmel mit dem Abendstern, deinem Wunsch, dein Ziel, das wirst du jetzt angehen. Denn, schau her,
Du hast etwas erkannt. Du hast etwas erkannt. Hier geht dein Weg lang. Da oben ist dein Ziel, dein Wunsch. Und schaut euch das Gesicht an. Der ist glücklich. Du wirst glücklich sein, wenn du erkennst, nein, es ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Es ist mir scheißegal, dass die mich für verrückt halten. Es ist mir auch egal, wenn sie sagen, ich werde scheitern. Ich kenne meinen Weg. Das ist mein Weg. Das ist mein Ziel. Das ist das, was mich glücklich machen wird. Das ist das, was mein Herz sich wünscht. Und es ist jetzt an der Zeit, diesen Weg zu gehen. Du hast etwas gelernt. Das ist eine Lernkarte. Dir ist ein Licht aufgegangen oder dir geht jetzt ein Licht auf. Du gehst deinen Weg. Du hast erkannt, das ist mein Weg. Du läufst über ein kleines Bambusstäbchen, da unten ist der Abgrund, aber es ist dir shit egal. Denn du hast erkannt, das ist der richtige Weg für mich und jetzt bist du bereit, ihn auch zu gehen. Und das ist mega, mega schön. Sei authentisch und das wirst du sein. Egal, was ihr für ein Ziel, ein Traum vor Augen habt, ihr werdet die Energie am Wochenende erhalten, ihn zu gehen. Okay, und jetzt sind die Liebenden gefallen. Die Liebenden sind aber auch ein Zeichen für Harmonie. Ja? Für Harmonie und die Einheit. Und bei euch geht es darum, deinen Wunsch, dein Ziel und dich in Einheit zu bringen. Dich auch zu lieben, dir zu vertrauen, ne? Und dann wirst du diesen Weg gehen, voller Erfolg. Und du wirst dich befreien und es wird wunderschön werden. Egal, was du in deinem Kopf hast. Du wirst die Energie am Wochenende finden, die Erleuchtung kriegen und ja, darum kämpfen. Und es wird ein Erfolg werden. Und das ist super, super schön. Jetzt schauen wir noch, welcher Engel dich dabei noch begleitet, wer an deiner Seite ist, dich unterstützt, dir hilft. Eine Karte hätte ich gerne. Engel der positiven Gedanken. Glaube unentwegt an das Gute, dann kommt es zu dir. Glaube an dich, hab Vertrauen in dich. Und es wird mega, mega schön werden. So, meine Lieben, ich wünsche euch das natürlich allen, jedem Einzelnen von euch, dieses wunderschöne Erlebnis in der Liebe und im Allgemeinen, dass ihr euren Traum angeht, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst, dass ihr euch nicht einreden lässt, ihr könnt etwas nicht. Ich sage immer und immer wieder, wenn jemand sagt, du kannst das nicht, dann zeigt er dir seine Grenzen auf, nicht deine. Denkt da immer dran. Ihr seid herzlich eingeladen, dieses Video zu teilen, wenn ihr denkt, diese Botschaft darf noch andere erreichen, wird andere glücklich machen, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Botschaft teilt. Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Ihr wisst, ich antworte immer, manchmal zeitversetzt, weil es doch viel für mich ist. Und ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende, genau mit diesen Energien. Denkt dran, ihr seid einzigartig und wundervoll. Habt euch selbst wahnsinnig lieb, denn ihr habt es verdient. Ich drücke euch jetzt ganz, ganz fest und freue mich darauf, euch am Sonntagabend hier wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin alles Liebe von mir.